Ich bin da. Hallo. Mir geht es nämlich jetzt um das Thema Borderline aus der Sicht des Partners. Wenn euer Partner eine Borderline-Störung hat und wenn ihr selber darunter leidet unter der Störung eures Partners und wie ihr euch selber retten, schützen oder befreien oder leben damit könnt, dann zeige ich euch, wie wir vor oder wie ich vorgehen möchte. Also erstmal will ich mich kurz vorstellen, wer ich bin. Dann will ich erklären anhand des Films Coraline, wenn die Mutter eine Borderline-Störung hatte, weil das sehr, sehr häufig bei Menschen ist, die eine Borderline mit einem Partner eine Beziehung eingehen, dann haben die meistens eine Mutter, die eine Borderline oder auch einen Vater, der eine Borderline-Störung hatte. Oder auch eine enge andere Bezugsperson. Das kann ja auch mal eine Tante, eine Oma oder sein. Es muss aber eine wichtige, enge Bezugsperson sein. Und dann wird man meistens gerne zum Co-Borderliner. Dann haben wir zwei Tests. Ich habe euch ja die Tests zugeschickt im Vorfeld, dass ihr vielleicht, wenn ihr möchtet, mal schaut, ob ihr diese Diagnose Borderline bestätigen könnt für den Partner. Gerne ja auch für euch selber. Was ist denn eine Borderline-Störung? Dann, was macht die Partner, der Partner, was macht den aus? Also ich nenne das jetzt Co-Borderliner, so parallel zu dem Thema Alkoholiker, Co-Alkoholiker oder Co-Abhängiger, weil das ist für mich ein sehr passender Begriff, gibt es in der Literatur so nicht, aber ich nenne das jetzt einfach mal so, weil ich habe viel dazu gearbeitet, habe auch schon Aufsätze zu dem Thema geschrieben. Der Test erklärt auch sehr viel von dem, was ich jetzt gleich im Webinar erkläre. Der Test ist nicht von mir, sondern zumindest nicht der Test für die Diagnose Borderline, sondern der ist vom Internet habe ich den gefunden und der ist ziemlich gut, deswegen habe ich gedacht, mache ich nicht einen eigenen. Der Test über das Bindungstrauma, den habe ich selber gemacht. So, da könnt ihr rausfinden, inwieweit ihr, wenn ihr als Kind ein Trauma hattet, inwieweit sich das auf die Partnerschaft auswirkt. Und ich habe schon öfters jetzt mit Leuten den Test gemacht und bildet sehr gut ab. Das, was er abbilden soll. Nämlich wirkt sich das Trauma aus der Kindheit auf die Beziehung aus. Dann will ich natürlich auch erklären, was das Borderline-Beziehungsmuster ist. Die Borderline-Falle, aus der ihr ja, diejenigen, die Borderline-Partner haben, wissen, was ich damit meine. Gehe ich mal von aus. Und dann, wie ihr euch schützen könnt. Und zwar habe ich da die 12 Regeln vom Aufenthauskonzept, die erkläre ich euch, weil das ist immer gut. Die 12 Regeln passen wirklich super auf Borderline-Beziehungen. Sie passen eigentlich immer, aber hier ganz besonders. Und zwei Übungen, mit denen ihr euch helfen könnt und auch Buchtipps. Und dann will ich euch ein bisschen von dem Seminar erzählen, was ich mache, wo ich nämlich diese Themen Trauma und Partnerschaft aufgreife in eine Weiterbildung. Okay? Also ich bin Paarsexual- und Traumatherapeutin seit 1998, denke ich mal. Genau. Mit 23 Jahren habe ich angefangen, mit Paaren zu arbeiten, mit Gruppen. Also Partnerschaft, Sexualität und so. Ich habe auch über das Thema Partnerschaft und Sexualität promoviert und über das Thema Trauma und Beziehungen habe ich habilitiert. Also ich habe wirklich Ahnung. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sich das mal ausgedacht hat. Ich habe auch meinen Abschlussbericht für meine Therapieausbildung, die hat 6 Jahre gedauert. Da habe ich über einen Borderline-Fall meine Zertifizierung gemacht. Das ist also ein wirkliches Fachgebiet von meiner Seite her, Borderline und Partnerschaft. Und meine Spezialität ist, dass Paare mit meiner Arbeit in sehr kurzer Zeit zur Ruhe kommen, dass ich nämlich selber Trauma-Hintergründe habe. Zum Beispiel meine Mutter hatte auch eine Borderline-Störung. Das ist vielleicht eine wichtige Information für euch. Ich bin also absolut drin im Thema. Sowohl von innen als auch von außen. Dann meine Berufung ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich helfe sehr gerne Menschen, die als Kind was Schlimmes mit ihren eigenen Eltern erlebt haben, schwerpunktmäßig Trauma, ne, wenn die traumatisiert wurden. Borderline ist ja, wenn eine Mutter eine Borderline-Störung hat, ist das eine Traumatisierung für das Kind. Gibt noch andere Möglichkeiten, um ein Kind zu traumatisieren, aber wir haben ja jetzt gerade dieses Thema. Und das sind Menschen, die kaum noch Vertrauen in die Liebe haben. Und denen bringe ich wieder Hoffnung durch meinen speziellen Ansatz und lindere auch die emotionale Not. Ihr wisst ja, wie sich das anfühlt, wenn man eine schlimme Krise in der Partnerschaft erlebt. Und die jetzt immer dann auch ganz besonders schrecklich wird, wenn die Partnerschaft intensiver und inniger wird. Dann kommt ja dieses Trauma aus der Kindheit wieder in die Partnerschaft hinein. Und zwar mit Methoden aus der Traumatherapie.
Und die bringe ich in die Arbeit mit den Paaren hinein. Also es ist schon etwas sehr Einzigartiges und ich habe auch noch keine Entsprechung eines Kollegen gefunden. Ich will euch erklären, was mit einem Kind passiert, wenn die eigene Mutter eine Borderline-Störung hat. Und dafür eignet sich aus meiner Sicht ganz besonders der Film Coraline. Ich empfehle euch auch, den anzuschauen. Ich habe den auch schon mit Borderlinern angeschaut und die finden, das ist ein Film für Kinder. Also ich würde ihn niemals Kindern zeigen. Es ist wirklich ein ganz furchtbarer Horrorfilm, kann man schon fast sagen, obwohl es eigentlich nur um den Horror der Borderline-Störung geht. Und ich habe das mal mit einem Borderliner angeschaut, der hatte wirklich, der war paralysiert danach. Der Film ist, denke ich, von einem Menschen gemacht, der viel Ahnung hat von Borderline-Störung in der eigenen Familie. Aber nirgendwo steht in der Beschreibung, dass es um eine Borderline-Mutter geht und eine Borderline-Geschichte. Aber da ich Ahnung habe von dem Thema, weiß ich, dass dieser Mensch wirklich richtig weiß, um was es geht bei dieser Regie mit dem Film, also bei dem Drehbuch. Wunderbar. Schaut euch das an. Es ist wirklich richtig klasse. Jetzt zeige ich euch den Trailer und danach gehe ich auf den Film ein. Dann gehe ich später auf den Film im Einzelnen nochmal ein, weil ich ein bisschen die These habe, Co-Borderliner hatten einen Elternteil, der Borderliner war, Vater oder Mutter. In dem Fall ist es die Mutter. Und ich starte jetzt das Video. Coraline Jones träumte von einer besseren Welt. Einer Welt, die aufregender war als diese. Aber sie hätte sich niemals erträumt, dass sie diese Welt in ihrem eigenen Zuhause finden würde. Eine parallele Welt. Wir haben auf dich gewartet, Coraline. In der Eltern immer gut gelaunt sind. Ist das ein schöner Garten? Wow, das hast du gemacht? In der alles so perfekt ist. Was geht ab, Baby? Dass sie einfach nicht echt sein kann. Mom? Du kommst gerade rechtzeitig zum Abendessen, Schatz. Du bist nicht meine Mutter. Meine Mutter hat keine Knöpfe. Gefallen sie dir? Ich bin deine andere Mutter, Dummerchen. Du denkst vermutlich, dein Traum wäre wahr geworden. Mein Name! Aber du irrst dich. Es gefällt dir doch hier, oder, Coraline? Du könntest für immer bleiben. Es gibt nur eine winzig kleine Sache, die du tun musst. Schwarz ist Familientradition. Sie hat diese Welt, wo alles besser ist. Aber es ist eine Falle. Du darfst wieder rauskommen, wenn du gelernt hast, eine liebevolle Tochter zu sein. Henry Selick, der Regisseur von Nightmare Before Christmas, zeigt uns eine außerordentlich fantasievolle Welt. Voller gruseliger Geheimnisse. Wer bist du? Du bist in furchtbarer Gefahr, Kleine. Wagemutiger Entdeckungen. Ich muss meine Eltern finden, um sie zu befreien. Wenn das Abenteuer anklopft, gibt es einige Türen, die niemals geöffnet werden sollten. Ich hab keine Angst! Es ist so bezeichnend. Ne? Es ist so bezeichnend, was die Borderline-Störung eigentlich ausmacht, dieser Trailer. Das ist jetzt ihre echte Mutter, die sieht man in dem Trailer nicht, die hat nie Zeit. Ne? Das ist diese liebe Mutter, die liebe Mutter, aber sie vernachlässigt ihre Tochter. Sie ist die liebe, vernachlässigende Mutter. Und wir steigen jetzt schon richtig in das Borderline-Thema ein. Sie sagt, diese Mutter sagt, ich habe keine Zeit für dich, sie ist vernachlässigend, sie schafft ja auch kein schönes Zuhause für ihre Tochter. Die Coraline ist ja beschäftigt mit diesen schrecklichen Dingen in ihrem Zuhause und ruft auch nicht nach ihren Eltern. Das heißt, sie versucht alleine das hinzubekommen, das schöne Zuhause. Die Eltern, irgendwann kommt so eine Szene, ich muss meine Eltern retten. Also die Eltern sind Opfer, die sind in diesem realen Film, sind sie vereist. Sie muss sie aus diesem Eis, in so einer kleinen Schneekugel, muss sie sie befreien. Weil die böse Mutter hat sie da eingesperrt. Also die Coraline ist die Retterin ihrer eigenen Eltern. Der Vater ist auch extrem passiv. Es gibt eine Szene, wo der Vater Fäden wie eine Marionette gezeigt wird. Also richtig genialer Film. Und die Bedürfnisse ihrer Tochter sind ihr auch egal. Es gibt so ein paar Szenen in dem Film, wo die Tochter was will und die Mutter geht überhaupt nicht auf sie ein. Sie tut ihr aber nichts Böses an, die reale Mutter.
Und sie ist oft schlecht gelaunt. Deswegen sagt sie, die andere Mutter ist immer gut gelaunt. Jetzt gucken wir uns mal die andere Mutter an. Die nicht so richtige Mutter. Das ist aber die böse versorgende Mutter. Sie ist auf der einen Seite ja böse, zumindest entpuppt sie sich später als böse. Erst tut sie ja so süß und lieb, machen Borderline-Mütter so gerne. Und danach verwandelt sie sich wirklich in ein ganz böses Insekt. Erst ist sie liebevoll, kümmert sich, sie ist immer gut gelaunt, aber später sperrt sie ihre Tochter ein. Das ist auch so typisch, dass die Kinder dann nicht frei sein dürfen. Du bist keine gute Tochter, deswegen weg mit dir. Und die Mutter ist Täterin, also sie ist nicht Opfer, sondern Täterin. Und sie verlangt auch, dass die Tochter die Realität nicht sieht, weil sie ihr dann die Knöpfe verkaufen will. Also die Knöpfe so als Symbol von schau nicht hin, wie es tatsächlich ist. Also wir haben hier zwei Mütter und die Coraline ist ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten. Im Film wechselt es auch immer. Sie ist mal in der einen und dann wieder in der anderen Welt. Und sie ist auch hingezogen zu dieser Welt von dieser anderen Mutter oder von den anderen Eltern, weil sie dort etwas findet, was sie in ihrem Leben vermisst. Und diejenigen, die Borderline-Partner haben, wissen, dass das so ein bisschen angeht wie in einer normalen Partnerschaft. Also erst ist alles schön und süß und toll und klasse und versorgend. Auf einmal verwandelt sich der Partner auch in sowas, in etwas Schreckliches. Und die Tochter, wie ist dann das Kind? Ne? So in dieser ersten Welt langweilt sie sich, sie ist unterfordert, sie kümmert sich um das Haus und sie sehnt sich eigentlich nach einem schönen Zuhause, auch nach Eltern, die Zeit für sie haben. Sie sieht natürlich, hat noch klare Augen, kann die Realität noch sehen. Du bist nicht meine echte Mutter. Und gleichzeitig ist sie die Retterin. Sie muss also die Eltern retten. Und wie soll sie sein? Also wie soll sie letztendlich werden? Am Anfang, die erste Szene geht los, wo man sieht, wie eine Puppe hergestellt wird. Diese Puppe hier mit den Knöpfen auf den Augen. Also das Kind soll eine willenlose Puppe sein. Es soll die Realität verleugnen durch diese Knöpfe auf den Augen. Sie soll ihre Eltern retten, sie soll natürlich auch ganz, ganz brav sein und sie soll sich selbst aufgeben und der Mutter gefallen. Das ist die beste Voraussetzung, um nachher mit einem Borderliner eine wunderbare, chaotische, verrückte Beziehung zu leben. Und so ist Coraline auch hin und her gerissen, wobei das Bild zwischen diesen beiden Müttern ist sie hin und her gerissen, wobei das Bild ist ein bisschen unrealistisch. Es ist ja im Nachhinein auch gemacht worden. Eigentlich müsste man hier die Mutter mit dem Laptop, die keine Zeit für ihre Tochter hat, müsste man da zeigen. Weil sie ist ja eben nicht versorgend. Deswegen hat die arme Coraline ja auch so ein Problem. So, da haben wir jetzt schon ein bisschen eine Erklärung, was Borderline als Beziehungsmuster mit einem Menschen macht. Man wird eigentlich verrückt. Und das hat damit zu tun, dass auch die Person, also die Mutter in sich ja diese Spaltung trägt, dass sie auf der einen Seite ist sie böse, aber versorgend, auf der anderen Seite ist sie lieb, aber vernachlässigend. Und das ist so das typische Borderline-Muster, was man auch in Partnerschaften hat. Und deswegen habe ich euch ja jetzt auch gebeten, ob ihr mal diesen Test macht. Dieser Test heißt, leide ich als Co-Borderlinerin, Co-Borderliner eigentlich unter einem Beziehungstrauma, was ich immer wieder in die Partnerschaft hineintrage? Ich habe den Test selber gemacht, habe ihn auch mit vielen Klienten schon gemacht. Er bildet also wirklich was ab. Ich zeige euch eine Übung, wie ihr selber den Borderlinern helfen könnt. Das ist nämlich die beste therapeutische Übung, die ich kenne, wo ich sehr gute Erfahrungen mit habe. Und die will ich euch zeigen. Ich bringe euch also einen therapeutischen Trick bei, den ihr nachher an eurem Partner ausprobieren könnt. Und nicht so als Versuchskaninchen, sondern damit da etwas Bewusstsein reinkommt. Das Beziehungstrauma ist ja das, was ihr selber habt. Und das ist jetzt ein Text, da könnte ich 100 Jahre dran rum erklären. Ich erkläre es vielleicht ein bisschen anhand dem Thema von der Coraline. Also wenn diese Ich-Du-Wippe zwischen dem Kind und der Bezugsperson, also Coraline und Mama, aus dem Gleichgewicht gerät. Ich-Du-Wippe heißt, die Mutter lässt sich wirklich auf das Kind ein und spürt, was das Kind braucht. Und dann gibt es so ein ausgleichendes Empfinden zwischen Mutter und Kind und dadurch fühlt sich das Kind gut. Wenn aber die Mutter Täterin wird und das Kind hier unten als Opfer sich fühlt, dann ist die Ich-Du-Wippe aus dem Gleichgewicht geraten. Umgekehrt, dann ist die Mutter, übt zu viel Macht aus oder die Mutter ist zu vernachlässigend. Dann gerät diese Ich-Du-Wippe zwischen Mutter und Kind aus dem Gleichgewicht. Und das führt dazu, dass das, was das Kind als Stress erlebt, dass es diesen Stresskreislauf nicht mehr regulieren kann. Also wenn die Mutter das Kind einsperrt oder wenn es das Kind beschämt oder wenn die Mutter total vernachlässigend ist, dann geht der schützende Stresskreislauf im Gehirn, kommt aus dem Gleichgewicht und das führt dazu, dass dann ein Trigger sich im Gehirn bildet, der sich immer wieder auch in der Partnerschaft
auswirkt. Weil das Kind kann ja die Mutter nicht angreifen, das kann auch nicht vor der Mutter fliehen oder vor dem Vater fliehen. Und von daher ist das Kind fest in der Situation. Und deswegen ist es so schwierig für ein Kind mit so einer Traumasituation zurechtzukommen. Also eine Mutter, die eine Borderline-Störung hat, ist definitiv traumatisierend. Wenn das Kind sich wehren würde, was ja normal wäre, sich zu wehren, dann wird es eigentlich sogar noch schlimmer bis lebensbedrohlich für das Kind in der Kindheit. In diesem Hippocampus, wo eigentlich der Stress verarbeitet werden kann im Gehirn, wird es, wenn es immer wieder passiert, werden dort auch Zellen sterben ab und dadurch entwickelt sich das Beziehungsempfinden zwischen ich und du nicht richtig. Und das bleibt ein Leben lang. Also wenn man ein Trauma hatte, bleibt das. Und die Borderline-Störung zeigt sich ganz besonders in der Partnerschaft. Also immer die Borderline-Störung ist eine Beziehungsstörung. Wie gesagt, sie wird ja mittlerweile nicht mehr als Borderline-Störung bezeichnet, sondern als emotionale Instabilität und wird unter dem Thema Traumafolgestörung gehandelt in diesen diagnostischen Dingern. Ich zeige euch das gleich. Und in dem Kern ist ja die Coraline ein sehr extrem verlassenes Kind. Sie ist ja, muss ja mit allem zurechtkommen. Und eigentlich heilt eine solche Störung sowohl, entweder entwickelt Coraline jetzt selber eine Borderline-Störung oder sie sucht sich später einen Partner, den sie dann auch wieder retten kann. Das ist ein großes Thema. Helfersyndrom ist ein großes Thema in Partnerschaften mit Borderline-Hintergrund. Weil der nächste Punkt wäre jetzt, dass ich euch erkläre, wie der Partner ist, also wie ein Mensch eigentlich ist, der diese emotionale Instabilität in die Partnerschaft hineinbringt. Ist irgendwie schöner, ne? Emotionale Instabilität. Ja, also was ist eine Borderline-Störung? Das ist, dass der Mensch mal so und mal so ist und ihr ihn mal liebevoll und unterstützend erlebt, so wie die Mama, die mal liebevoll unterstützend ist und manchmal ist sie dann auch sehr gemein und grausam und so ist es auch mit der Partnerschaft. Ursache ist immer ein Trauma aus der Kindheit. Und ich habe hier jetzt mal so ein paar Dinge aufgeführt. Entweder waren die Eltern misshandelnd oder es gab sexuelle Gewalt in der Kindheit. Also es ist nicht einfach so eine Störung, sondern da hat es schon ganz schlimme Kindheitserfahrungen gegeben. Oder die Eltern haben sich heftig gestritten. Oder eben ein Elternteil hatte die Borderline-Störung. Oder das Kind wurde extrem emotional manipuliert oder ist sogar gestorben, ein Elternteil. Ich hatte jetzt diesen Zertifizierungsbericht, den ich geschrieben hatte. Da war die Mutter gestorben, da war der Junge 3 und dann hat der Vater ihn weggegeben. Und später kam er dann zwar zum Vater zurück, aber wurde dann wieder in ein Heim gegeben mit 10. Also es ist eine schlimme Geschichte. Das Kind fühlt sich sehr verlassen und es gibt immer wieder auch Beziehungsabbrüche. Schaut, das ist die Diagnose, die ich jetzt rauskopiert habe. Müsst ihr nicht lesen, weil ich erkläre euch alles, was damit gemeint ist. Darum geht es jetzt bei der Störung. Einmal, ich habe jetzt natürlich ein Foto rausgesucht, weil das Geld ausgeben ist ein großes Thema für Borderliner. Also die Menschen handeln oft, ohne dass sie die Konsequenzen bedenken. Sie machen einfach und ich hatte mal eine Borderline-Klientin, die ist dann, wenn sie in Ferien war, alleine. Ohne den Partner hat sie ihn immer betrogen und als sie dann nach Hause zurückkam, war sie total zerknirscht. Wie konnte ich das denn nur tun? In dem Augenblick, wo sie fremdgegangen ist, hat sie null an den Partner gedacht. Die Beziehung hat natürlich extrem darunter gelitten. Die Frau hat sich getrennt und ist heute verheiratet, hat 3 Kinder und hat die Störung nicht mehr. Bin ich sehr stolz drauf. Also ich denke, es ist unser gemeinsames Werk. Dann die streiten aus heiterem Himmel, auf einmal von jetzt auf nachher, deswegen heißt es ja emotionale Instabilität, von jetzt auf nachher geht das los. Sie neigen auch zu Gewaltausbrüchen, also das ist nicht ein bisschen streiten, sondern das ist richtig, richtig, richtig heftig. Sie sind sehr unzuverlässig, sie sagen etwas, tun es aber nicht und das ist jetzt hier in dem Fall die Frau, die auf den Partner wartet, er kommt nicht. Dann leben Borderliner oft sehr intensive Beziehungen, die aber sehr, sehr instabil sind, wo es auch zu Gewalt kommt. Sie neigen dazu, die Verlassenheit, die sie in ihnen lebt, dass sie den Partner greifen, krallen. Der Partner kann eigentlich nicht mehr weg aus der ganzen Situation. Und sie manipulieren den Partner so weit, dass er sich völlig kontrolliert fühlt, als würde er selber wie eine Marionette des Partners sein. Sie merken nicht, was für eine Störung sie haben. Sie kriegen das nicht mit. Also ich habe eine Methode entwickelt, das ist die Arbeit mit den inneren Anteilen, dieses Heron-Konzept. Und da kann ein Borderliner seine Spaltung sehen, weil das können die normal nicht.
Sie merken es nicht. Das ist das wichtig an der, wenn Sie es merken, sind wir schon fast aus der ganzen Sache raus. Sie haben keine Lebensziele, keine Perspektiven, Sie haben auch oft keine sexuelle Orientierung. Ne? Sind Sie eher lesbisch oder eher also homosexuell oder mehrere Partner oder bi oder wie, ne? Das wissen Sie auch oft gar nicht. Sie neigen zu selbstschädigendem Verhalten, tun sich also weh, schneiden sich manchmal auch. Es gibt auch andere Formen, sich selbst zu schädigen. Ja, gibt schon schlimme Sachen. Und sie haben diese innere Leere. Es ist ein hirnorganisches Psychosyndrom. Das ist genau der richtige Ausdruck. Es ist, weißt du, wenn ein Mensch sowas erlebt, wie die Coraline oder wie ein Kind, was geschlagen wird und dann wird es wieder auf den Schoß gesetzt und dann wird es eingesperrt und danach wird es geherzt. Das zerbricht ein Kind, das geht gar nicht. Und das wirkt sich so auf das Gehirn aus, da würde jeder normale Mensch würde so reagieren. Es gibt in Coraline eine Szene, wo sie einen Stein in den Spiegel schmeißt. Und das ist für mich das typische Thema von Borderlinern. Irgendwann ist es nicht mehr erträglich, diesen Widerspruch auszuhalten, dass die Seele zerbricht in tausend Scherben. Da komme ich gleich noch drauf. Es gibt immer den passenden Partner. Borderliner haben einen Griff auf Menschen, die traumatisiert wurden, am liebsten durch einen Borderline-Elternteil. Und es ist immer ein Zusammenspiel von zwei Parteien. Also wenn diejenigen, die jetzt hier sitzen, sagen, oh, ich habe einen Borderline-Partner gehabt und wie schrecklich, oder eine Borderline-Partnerin und es war alles so furchtbar, ihr strickt an der ganzen Geschichte mit. Das ist das Tolle daran, dann könnt ihr nämlich auch was tun. Also ihr seid nicht einfach so zufällig in etwas reingeraten, sondern wir bringen da ein Muster mit. Beide beschuldigen einander, das ist so das typische Thema. Ne? Also das Leid des Partners wird oft überhaupt nicht gesehen oder wahrgenommen. Und eine Borderline-Beziehung zu beenden, ist auch was extrem Schwieriges. Co-Borderliner sind oft Retterpersönlichkeiten, haben also ein Helfersyndrom, Kümmersyndrom. Sie kümmern sich um den Partner, selbst wenn er sie gerade geohrfeigt hat oder wenn er gerade ganz schreckliche Dinge macht, dann kümmern sie sich immer noch. Sie tragen den Partner auch meistens durch die Welt, schau dir mal, beide liegen schon, sind schon in der obdachlosen Baracke und der andere trägt immer noch den märtyrerhaften Partner auf Schultern. Aber es sind auch manchmal Menschen, die zu Drama neigen, die Drama lieben, die in Drama auch, wie soll ich sagen, aufgehen oder sich selber wiederfinden, weil sie ja in Trauma zu Hause sind. Sie haben eine Sucht nach Beziehung, sie können nicht alleine sein, sie brauchen einen Partner und sie haben auch ein bisschen ein naives Bild. Das kommt noch, warte, jetzt kommt die innere Wertlosigkeit, die Menschen leiden an mangelndem Selbstwertgefühl. Sie, was haben wir hier noch? Sie haben Versagens- und Verlustängste. Sie sind also extrem einsam, vielleicht sogar auch depressiv und können, wie gesagt, nicht mit sich alleine zurechtkommen, können sich selbst keinen Halt geben. Sie können sich nicht wirklich abgrenzen von einem Partner. Das ist mir zu viel. Stopp. Sie sind so intensiv verbunden mit dem Partner. Und sie haben auch oft das Gefühl, selbst keine Existenzberechtigung zu haben und deswegen lassen sie sich auch so schlecht behandeln. Sie haben oft eine mangelnde Wahrnehmung von den Dingen. Klar, wenn ihr überlegt, ne, wenn ihr an Coraline denkt, die muss irgendwann ihr Herz verschließen, wenn sie da weiterleben müsste mit dieser Mutter, mit dieser zwiegespaltenen Mutter, dann musst du dein Herz verschließen, sonst wirst du verrückt. Sie haben naive Liebesvorstellungen, Seelen, Partnerschaft und so Geschichten. Finde ich ja auch toll, aber ist nicht wirklich eine gute Grundlage für eine tragfähige Partnerschaft, diese naiven Liebesvorstellungen. Und sie übernehmen oftmals auch nicht so die Verantwortung für das eigene. Sie wollen dann lieber den anderen helfen. Nicht so schön, ich weiß. Jetzt gehen wir auf das nächste Thema. Mit wem haben wir es gerade zu tun? Das ist dieses Wechselspiel zwischen Himmel und Hölle. Jetzt will ich euch erklären, wie das Beziehungsmuster zustande kommt. Ne? Coraline ist so konfrontiert mit diesen widersprüchlichen Müttern. Mal lieb und versorgend, mal vernachlässigend und aber nicht gefährlich. Und das wechselt hin und her. Mal ist die versorgende Mutter gefährlich und mal ist sie lieb und mal sperrt sie ein und dann ist sie wieder versagend und dann schenkt sie wieder dem Kind irgendwas. Das führt dazu, dass es so eine, wie der Spiegel, ne? Der Spiegel zerbricht und dann sind diese ganzen Teile im Kind
wie durcheinander geflogen. Und zwar gibt es einen Ich-Anteil und einen Du-Anteil. Ne? Schaut, das ist die innere Welt, vereinfacht, weil es gibt sehr viel mehr Splitter, vereinfacht. Diese innere Welt, da gibt es das Du, ne? Das ist die Mama, die ist dann die Täterin, dann ist die Mama mal die Retterin, die sie vielleicht dann wieder aus dem Gefängnis rausholt, wenn sie ganz lieb war. Da haben wir zweimal, ne? Egal. Dann haben wir hier das Opfer, da ist die Mama das Opfer. Ach Gott, die arme Mama, die wird vom Papa vielleicht blöd behandelt. Und dann gibt es das Ich im Kind, im Borderliner. Ich bin ein Täter, oh Gott, ich habe meiner Mutter was Böses getan. Oder ich bin das Opfer, meine Mama hat mich schlecht behandelt. Oder ich bin auch Retter der Mama. Ne? Da müsste man eigentlich Ich-Retter reinschreiben. Mache ich noch, habe ich jetzt noch nicht richtig gemacht. So. Und gleichzeitig gibt es Verbindungen. Das sind ja jetzt so frei flottierende Splitter in der Persönlichkeit, die eigentlich eine Verbindung haben, nämlich zwischen ich und du, ich und du. Und gleichzeitig sind sie von bestimmten Gefühlen getragen. Wenn das der Du der Täter ist und das Ich das Opfer, dann gibt es diese Verbindung oder ich bin der Täter oder der Retter oder ich bin der Retter und du das Opfer. Und diese Begriffe Täter, Opfer und Retter ist bei Borderline diese Borderline-Falle, auf die ich jetzt gleich noch eingehen werde. Und das ist immer begleitet von Gefühlen. Ne? Ich bin der Täter und im Hass, ne, mache ich dich zum Opfer. Oder ich bin der Täter, du bist der Täter, also der Borderliner denkt, du tust mir was Böses an, weil er schreckliche Angst und Panik hat. Die Menschen sind ja so unberechenbar. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese Menschen so eine schreckliche Angst in sich tragen, dass sie sich auch, wenn sie sich als Täter erleben und wir sind liebevoll mit diesen Menschen, dass sie sich ohne Ende schämen für das, was sie tun. Und wenn sie gleichzeitig sich in einen Retter verwandeln, indem sie, weil wir ja keine Existenzberechtigung in uns haben, so als Co-Borderliner, dann wird der Partner idealisiert. Du bist so toll und so klasse und oh. Und das geht hin und her und das kann sich in einem Gespräch innerhalb von einer Minute zack verändern. Das kann innerhalb von Stunden sich verändern oder Tagen. Und die typische Aussage von Co-Borderlinern ist, wenn ich nach Hause komme, ich weiß nie, mit wem ich das zu tun habe, weil das so schnell wechseln kann. Gleichzeitig haben wir eine ganz, ganz tolle Chance. Und jetzt zeige ich euch meinen Lieblingstrick. Das ist jetzt eine Therapiemethode von dem Otto Kernberg. Der Otto Kernberg arbeitet sehr viel mit Borderline-Störungen und ich finde dieses Konzept so genial. Schaut, wenn wir das Ganze beginnen zu sortieren, wird es etwas ruhiger in der Beziehung. Wenn wir sagen, hier bin ich und da bist du. Und wenn wir diese Anteile immer wieder zuordnen und sie gleichzeitig benennen. Benennen heißt, schau mal, erst sagst du, hätte dir was angetan und im nächsten Augenblick sagst du, ich bin so toll. Was stimmt denn jetzt? Und, ups, Entschuldigung. Und dann wird dieser Graben, den ich versucht hier habe zu malen, das ist ein Graben, wo Menschen mit dieser Störung, den sie nicht wahrhaben. Umso näher wir einen Menschen an diesen Graben heranführen, umso stärker kommen sie in Kontakt mit der Angst, mit dem Hass, mit der Scham und mit dieser Idealisierung, weil sie spüren das ja oft überhaupt gar nicht. Und diesen Graben zu spüren, schaffen wir dadurch, indem wir Ordnung da reinbringen. Schau, ne, wie kannst du denn Angst vor mir haben, wo du mich zugleich als deinen Retter ansiehst? Und dadurch schiebt sich dieser Graben zueinander. Und dadurch kommt Bewusstsein in die Sache rein. Oder wie kannst du dich denn schämen und zugleich mir die Verantwortung übertragen? Es ist ein bisschen wie Kasperle spielen. Da ist der eine mal der Kasper oder die Gretel und andere mal ist es das Krokodil oder der Retter ist ja dann der Polizist. Und wenn wir diese Rollen versuchen uns mal ein bisschen, das mache ich auch in der Therapie, weil der Klient macht mit mir sowas ja genauso. Der geht ja auch hin und her in diesen Rollen mit mir. Und er sagt, du bist so eine tolle Therapeutin. Boy. Und danach sagt er, du legst jedes Wort auf die Goldwaage. Ich sage, ja, guck mal, vor 2 Minuten hast du noch gesagt, ich bin eine tolle Therapeutin. Ich kann mich doch in 2 Minuten nicht so sehr geändert haben. Und dadurch kommt Bewusstsein in die ganze Sache rein. Wenn ihr das versucht hinzukriegen, das ist manchmal gut, wenn man sich im Nachhinein hinsetzt und diese typischen Rollen, Täter, Opfer, Retter, mal aufschreibt und den Partner dann mit diesen Rollen konfrontiert. Ne? So, wie kannst du mich hassen, wenn du mich zugleich total klasse findest? Vor 2 Minuten fandest du mich nur super toll. 2 Minuten später bin ich der letzte Dreck.
Das ist für mich eine der wesentlichsten, besten Methoden, Konfrontation, den Menschen zu konfrontieren mit dieser widersprüchlichen Welt. Weil die widersprüchliche Welt ist ja etwas, was so diese Splitter im Kopf durcheinander schwirren oder im Erleben. Und dadurch wird es sortierter und dann helfen wir den Menschen auch. Es ist also eine wunderbare Methode. Es gibt das Buch von Otto Kernberg über Borderline-Störung, empfehle ich euch. Jetzt will ich euch noch die Borderline-Falle. Schaut, die Borderline-Falle ist, dass wir immer hin und her zwitschen. Ne? Du hast mich so weit gebracht, du bist Täter. Ne? Und sowohl der Mensch, der die Störung hat, als auch der Co-Borderlinerin ist. Wir switchen permanent zwischen Täter, Retter und Opfer. Und das sind so die typischen Sätze. Na, ich bin immer schuld an seinen Befindlichkeiten, genau. Also, Leben mit einer Borderline-Störung geht nur dann, wenn wir ein bisschen Bewusstsein da reinbringen. Und ich gebe euch jetzt drei Anleitungen, was ihr auch noch tun könnt. Eine hattet ihr schon mit dieser Konfrontation. Die 12 Regeln vom Auf- und Haus. Na, das kennt ihr. Das sind diese 12 Regeln, die jetzt nicht nur für Trauma-Beziehungen, sondern immer gut sind. Und zwar, es ist wichtig, ganz konsequent immer wieder aussteigen. Wenn der andere anfängt zu streiten, aussteigen. Liebevoll und abgesprochen. Es ist gut, wenn gute Phasen sind, gibt es ja, sonst wäre man ja nicht zusammen, dass ihr dann besprecht, wie können wir aussteigen. Und es ist wichtig, auch sich regelmäßig zu treffen, um miteinander zu sprechen. Und es ist auch wichtig, dass man sich selber Zeit nimmt für sich und herausfindet, was brauche ich und was will ich. Und dann sorgt ihr bitte selber dafür. Macht bitte nicht, geht nicht zu eurem Partner und sagt, du, ich habe jetzt rausgefunden, ich brauche das, gib mir das, sondern ihr gebt euch das bitte selbst. Dann haben das die Alltagsebene. Die Kinderzimmerebene, ihr müsst euch mit euren eigenen Emotionen, Trauma-Emotionen auseinandersetzen, ausheilen, Therapie machen. Macht, also ne, wichtig, kümmert euch um euch selbst. Dann räumt euer Kinderzimmer auf, indem ihr zum Beispiel, sage ich ja, Einzeltherapie macht oder Selbstreflexion und klärt eure eigene Beziehungskonstellation. Weil wenn ihr eine Mutter hattet mit Borderline-Störung, dann zieht er immer einen Partner an und dann könnt ihr sagen, du Blödmann, oder ihr könnt sagen, ach, guck, jetzt spiegelt er mir wieder, wo ich selber wachsen kann. Dann haben wir die Liebesraumebene, das ist, dass ihr regelmäßig auch euch Zeit nehmt für Zweisamkeit, für Sexualität oder für gute Gespräche und auch für absichtslose Berührungen. Wichtig ist, dass ihr euch abgrenzt, dass ihr Stopp sagt. Bitte nicht weiter. Nicht weiter heißt, dass ihr nicht 2 Tage verschwindet und euren Partner alleine lasst. Das ist für einen Menschen, der extrem verlassen wurde, ist das eine Katastrophe, sondern kehrt möglichst schnell zurück. Ich zeige euch noch eine weitere Methode, das ist die Liebesbriefmethode. Das heißt, ihr könnt mit dieser Liebesbrieftechnik, könnt ihr eurem Partner schreiben. Also lest den Brief bitte euch selber nochmal durch und macht wirklich Presserezensionen. Alles wird weggestrichen und dann schreibt ihr ihn nochmal neu voller Liebe. Und eine der besten Methoden, wenn ihr euch lösen wollt, da ist aus meiner Sicht die beste Übung die Feuerprobe. Das ist von David Schnarch. Da habe ich ein Arbeitsblatt entwickelt. Das ist so eine Kurzfassung, weil das ist ja ein sehr langer Text bei Schnarch. Und dann könnt ihr es schaffen, wenn ihr die Feuerprobe macht in 14 Tagen, wenn ihr ganz konsequent bleibt und nicht streitet. Der Nachteil ist, da muss man aber auch das wissen, wenn man die Feuerprobe macht, ist eventuell am Ende die Beziehung fertig. Und wenn ihr nicht bereit seid, das zu akzeptieren, dann lasst ihr es besser. Weil wenn man etwas ankündigt, was man nachher nicht tut, ja, also dann kann man es auch lassen. Okay. Dann habe ich auch Tipps, wo ihr selber an euch arbeiten könnt. Das Buch Emotionale Erpressung. Wunderbar, wunderbar. Das ist zwar nicht für das Thema geschrieben, aber es ist hervorragend geeignet. Die Frau hat viel Ahnung vom Thema Trauma. Super tolles Buch, habe ich schon vielen Klienten empfohlen. Die lesen das, wir machen dann Therapie gemeinsam und ich helfe den Leuten aus der Beziehung raus. Meistens gehen sie raus. Es ist selten, dass eine Borderline-Beziehung Bestand hat. Es sei denn, ihr leidet unter chronischem Masochismus oder ihr schafft es mit dem Partner, eine Paartherapie zu machen. Ich halte es nicht für sinnvoll, eine Einzeltherapie zu machen, alleine nur, sondern es muss begleitend eine Paartherapie sein. Sonst kriegt ihr das nicht hin. Partnerschaft, Brutstätte von Borderline, das ist gut zu lesen, das ist wie Balsam auf die Seele. Nicht ich spinne, nicht ich spinne, ich bin okay. Das genauso. Das sind 2 super tolle Bücher über das Thema Partnerschaft. Wenn ihr keine habt, ist auch okay. Gibt es kompensierte Formen von Borderline mit der gleichen Dynamik, aber ohne diese? Ja klar, es gibt natürlich ganz viele Ausprägungen.
Was ich auch sehr gut finde, das habe ich jetzt hier nicht drin, das Buch über Borderline und Mütter. Da gibt es nämlich verschiedene Typen. Es gibt kalte, es gibt heiße, es gibt spaltende, es gibt gemäßigte Borderliner. Ich glaube, dass Borderline sehr viel verbreiteter ist, weil wir nämlich das Thema dominante Mutter, passiver Vater, weil er eh permanent weg ist, dass es sehr viel verbreiteter ist. Beziehungsabbrüche, finde ich, ist der Hauptfaktor für zu erkennen, ob eine Borderline-Störung vorliegt. Also dieses Wechsel zwischen Idealisierung und Runtermachen ist der Hauptfaktor und das andere ist diese Beziehungsabbrüche. Von jetzt auf nachher gibt es keine Beziehung mehr. Schaut euch mal hier den Stresshormonspiegel an von einem Borderliner. Schaut mal, wie das hin und her geht. Ist das nicht heftig? Da müssen diese Menschen mit leben. Ne? Ja, und wir müssen mit diesen Menschen leben. Also, lasst es euch gut gehen. Ciao.